Hallo liebe Bücherfreunde, ich möchte euch heute ein Buch vorstellen, das ein bisschen anders ist als einige Bücher, die ihr kennen werdet. Und zwar ist es ein Bilderbuch, das man wenden kann. Das hat zwei Seiten, auf der einen Seite heißt es Ich traue mich, auf der anderen Seite heißt es Ich traue mich nicht. Und wahrscheinlich kennt ihr das auch selber von vielen Dingen. Manche Kinder, die trauen sich ganz viel zu, manche eher sind vorsichtig. Und dieses Bilderbuch vereint beide Seiten in einem Buch auf eine ganz, ganz tolle Weise. Der kleine Tiger ist eher derjenige, der sich nicht traut. Auch hier der starke Tiger eigentlich wird mal gewählt als eine Figur, die sich eher ängstlich verhält. Das sind wunderschöne Zeichnungen. Und wir erleben auf dieser Seite, wie der kleine Tiger die Welt sieht. Er ist ängstlich, versteckt sich, hätte aber eigentlich ganz gern einen Freund. Doch alle sind schon zu zweit, haben schon Freunde. Und er findet nicht so richtig einen Freund, bis ein Krokodil kommt und ihm Freundschaft verspricht, wenn er eine Mutprobe besteht. Was natürlich für jemanden, der sich nicht so richtig traut, ganz schön schwierig ist. Dennoch versucht er es und geht zu der Mutprobe. Und dann kommen wir in die Mitte des Buches. Da gibt es dann eine große, große Seite. Da kann man nochmal ausklappen. Und in der Mitte treffen sich die zwei dann auch. Wenn wir das ganze Buch wenden, begleiten wir das kleine Äffchen. Und das Äffchen ist ein ganz mutiger Kerl. Der traut sich alles. Da denken sich die Eltern, boah, wenn der doch mal ein bisschen weniger wild wäre. Aber auch dem Äffchen geht es so. Er versteht sich zwar mit allen Tieren, aber einen Freund so ganz speziell für sich alleine, den hat er nicht. Auch ihm schlägt das Krokodil vor, wir könnten doch Freunde werden, aber du musst eine Mutprobe bestehen. Und ihr ahnt es schon. Wir kommen dann von der anderen Seite auch auf das große, große Bild in der Mitte, wo die beiden sich dann treffen. Ein wunderschön gemachtes Buch, um beide Perspektiven aufzuzeigen, dass man sich ruhig auch mal mehr trauen darf, wenn man vielleicht ein bisschen ängstlich ist, wie der Tiger. Aber sich auch mal ein bisschen zurücknehmen darf, wenn man vielleicht ein bisschen zu übermütig ist wie der Affe. Und dass daraus eine wunderbare Freundschaft entstehen kann.